Moin, ich bin Jörg und ich probiere Wein. Heute darf ich diesen hier probieren, Rebellia Blanco aus dem südlichen Spanien, genauer gesagt aus der Region Utiel-Requena. Also wir sind in der Levante, eine Region, die viele Weintrinkerinnen und Weintrinker in Deutschland überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Selbst in Spanien wird diese Region, wenn überhaupt, mit Bobal assoziiert, sehr, sehr häufig auch als Rosado vinifiziert, beziehungsweise Bobal, die typische Rebsorte aus Utiel-Requena, in Cuvées mit Tempranillo oder Garnacha Negra. Wir haben aber jetzt hier einen Weißwein. Das ist was sehr Seltenes, denn in der Region gibt es, wenn überhaupt, knapp nur 5% Weißweine, die angebaut werden. Und die Cuvée, die wir hier dann im Glas haben, ist zu gleichen Teilen Chardonnay und Sauvignon Blanc. Also internationale Rebsorten, die bis vor kurzem nicht unbedingt in der Region heimisch gewesen sind. Und Weißwein deswegen so besonders, weil wir in einer Region sind, die wirklich von kontinentalem Klima geprägt ist. Das heißt im Sommer sehr, sehr heiß, 40 Grad zum Teil oder mehr. Und im Winter sehr kalte, frostbetonte Winter mit Minusgraden. Und nur die Höhenlage, 800 Meter und mehr, erlaubt es überhaupt, eine gewisse Frische in die Weine in dieser Region zu bekommen. Und wenn ich hier mal aufs Etikett schaue, 13% Alkohol, das ist für Weißwein aus dieser Region, aus dem südlichen Spanien, schon bemerkenswert. Und wenn wir uns den Wein ein bisschen anschauen, ein bisschen probieren, dann kommen sowohl in der Nase als dann auch später am Gaumen die beiden Rebsorten, die diesen Wein prägen, Chardonnay und Sauvignon Blanc, sehr, sehr gut durch, ist im Stahltank vinifiziert und der Chardonnay gibt, wenn man so möchte, eine gewisse Cremigkeit rein, einen gewissen Körper mit hinein, eine gewisse Fülle, ohne wirklich alkoholisch zu werden. Und der Sauvignon Blanc kommt, auch wenn er genauso 50% hat wie der Chardonnay, vielleicht sogar einen Tick mehr durch, grüne Noten, zitrische Noten, Pamplemousse, Zitronensaft, kräutrige Sachen, all das gibt wirklich eine schöne Frische hinein, die umso bemerkenswerter ist, weil wir eben im Süden Spaniens sind. Und diese Balance zwischen Fülle, Extraktsüße, kräutrigen Noten und Frische, das macht diesen Wein wirklich spannend. Und es ist ein Weißwein, den man auch durchaus in ein bisschen kühleren Temperaturen trinken kann, aber natürlich auch im Sommer. Und es ist einer der wenigen Weine, wo ich mir vorstellen kann, dass er zu Gerichten passt, die mit viel Koriander abgeschmeckt sind. Koriander ist ganz schwierig immer in der Speisenkombination. Also thailändische Küche, vietnamesische Küche mit viel Koriander, mit viel Schärfe, mit Ingwernoten, denn das hat auch der Wein ein bisschen. Das würde sehr, sehr gut passen. Zum Beispiel ein Klassiker der thailändischen Küche mit Nudeln, Reisnudeln gemacht, Pad Thai. In diesem Sinne, cheers, folks!